Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer neuen Aufnahme von Resident Evil. Ja, wir haben ein paar Sachen gehabt, bei denen wir ein bisschen gehangen haben beim letzten Mal. Und ich habe natürlich ein bisschen rumprobiert in der Zwischenzeit, bevor wir uns dann hier mit dem Schildschlüssel dann vermutlicherweise mal der Schlange widmen wollen. Ich packe den mal kurz weg, genauso wie auch die Farbbänder. Und auch das Kraut kann mal weg, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Genau, denn wir haben einiges gerade noch mal kurz zu machen. Die erste Sache, das Schmuckkästchen. Es ist so blöd. Ich habe ja damit rumprobiert und es mir angeschaut von allen Ecken und Enden, aber eben nicht genug. Denn wenn wir uns das anschauen, ich weiß nicht, was der Spruch zu bedeuten hat. Da stand ja drauf hier mit dem Sonne und Mond. Sonnenlicht weckt mich. Keine Ahnung, was das soll. Wir müssen einfach nur hier vorne drücken. Das habe ich ja beim letzten Mal gemacht. Und auf der Rückseite ist auch noch ein Knopf. Den drücken wir auch noch und schon geht's auf. Und wir erhalten eine weitere Todesmaske. Eine ohne Augen, Nase und Mund. Und damit haben wir jetzt auch die zweite Todesmaske. Die werden wir dann später mal noch einsetzen. Ich schmeiß die aber gerade mal wieder rein, denn wir brauchen gleich drei freie Felder. Denn auch das Rätsel hier oben in dem Raum mit den Ködern, das können wir lösen. Die Sache ist, ich habe da einen Gegenstand einfach nicht gesehen. Es gibt insgesamt drei Gegenstände, die wir brauchen dafür. Halt, ich nehme noch mal ganz kurz. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich will das mal probieren. Ich nehme mal das Kampfmesser mit. Hat einen Grund. Also ich habe das, wie gesagt, schon ausprobiert, diese zwei Sachen mal kurz zu machen. Und bin dabei... Ja, komm, da packe ich mal die Rüstungsschlüssel dafür hier rein und bin dabei halt auf ein kleines Problem gestoßen, das wir gleich sehen werden. Messerchen in die Hand und dann testen wir das mal aus. Wie gesagt, gemacht habe ich es auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert. Wenn nicht, ist halt Wegrennen angesagt. Nee, das Problem war mit der Geschichte mit den Ködern hier oben, dass ich einen Haken völlig übersehen habe, einen Angelhaken. Und den muss man an dem Köder befestigen, denn der Köder ist zwar ein Köder, aber der Köder hat keinen Haken mit dran, was total bescheuert ist. So, gehen wir mal rein hier und schauen uns die ganze Geschichte mal an. Und ohne diesen Haken scheint dieser fadenscheinige Mechanismus auch nicht zu funktionieren. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn in dem Rahmen? Er liegt gleich einfach mittendrin. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass ich das letzte Mal auch hier hingegangen bin und auf Untersuchung gedrückt habe. Ich weiß nicht, wieso sie ihn da nicht mitgenommen hat. Na gut, egal. Wir nehmen mal hier drüben das Vieh auf. Das Bienenpräparat, das gehört dort nämlich nicht hin. Und hier ist der Köder, der eigentlich rüber gehört. Ja, damit. So, nein, die Schalter brauchen wir noch nicht drücken, denn da passiert eh noch nichts. Und wenn wir uns das Ding nämlich genauer anschauen, stellen wir fest, ein beamförmiger Köder, er hat keinen Haken. So. Und da haben wir eben auch schon das Problem. Jetzt haben wir einen Bienenköder mit Haken. Wunderschön. So. Und jetzt packen wir erstmal hier drüben den Köder hin mit dem Haken. Und hier kommt jetzt der andere zum Einsatz. So. Dann wollen wir mal drücken. Sesam, öffne dich. Aber das Vieh lebt. So, dafür brauche ich jetzt mal das Kampfmesser. Das funktioniert halbwegs. Stirb! Stirb doch mal, du blödes... Ah. Wie viel hält denn das Ding aus? Tot? Tot. Ach, Schaden habe ich trotzdem kassiert. Ärgerlich. Ich habe schon probiert mit Wegrennen, weil Schießen halt ein bisschen sinnlos ist bei dem Vieh. Aber beim Wegrennen, also man muss ja erst noch das Windwappen einsammeln. Das hat auch nicht funktioniert. Da wurde ich genauso getroffen. Muss ich also so hinnehmen, haben wir halt Schaden kassiert von der blöden Biene. Das Kampfmesser ist auch so wahnsinnig ineffektiv. Das ist unglaublich. Nee, das will ich gar nicht verwenden. Ich will hier die Waffe wieder anlegen. So, wir können es uns aber mal anschauen. Es weist ein Windsymbol auf. Das ist total hilfreich. Wir wissen momentan noch nicht, was wir damit anfangen können. Machen wir später. Ich habe auch hier drüben beim Suchen noch ein grünes Kraut gefunden, das ich beim ersten Mal übersehen habe, als ich hier drin war im Raum in der letzten Aufnahme.
Das nehmen wir natürlich auch noch gern mit. Ansonsten scheint der Raum... Geh doch mal durch hier, Jill. Ansonsten scheint der Raum zu nichts zu gebrauchen zu sein. Das sacken wir ein. Und ich würde sagen, wir benutzen es auch gleich. So. Muss ja nicht sein, dass wir hier mit Verletzungen durch die Gegend laufen. Ist da irgendwas, dass du da so drauf schaust, liebe Kamera? Oh, Farbband. Ja komm, her damit. Habe ich gar nicht gesehen gerade. Sieht aus, als hätte jemand etwas an sich genommen und sich schnell aus dem Staub gemacht. Ich habe ja so ein bisschen Barry im Verdacht. Ich weiß nicht wieso. Gut, okay, jetzt gehen wir aber mal nach unten. Und, wie machen wir das jetzt? Übrigens hier drüben auch, wunderschön, an dieser Wand ist ein großer Kratzer. Das sieht nicht wie das Werk eines dieser verwesenden Gestalten aus. So, nachdem wir das jetzt geklärt haben, ich glaube, wir gehen erstmal die Maske schnell um die Ecke bringen, oder? Ich weiß es gar nicht. Nee, komm, scheiß drauf. Die lassen wir unten drin. Wir müssen trotzdem nochmal unten rein. Ich nehme auf jeden Fall noch ein Kraut mit. Und wir müssen den Helmschlüssel wieder einsacken. Helm? Ich glaube Helm, ne? Nee, nie Helm. Nicht Helm. Schild war das. Schild und Schlüssel, glaube ich. Den für die Tür zur Schlange jedenfalls. Da, wo ich nicht hin möchte. So. In jedem Fall erstmal kurz die Farbbänder hier rein. Das Ding kann weg. Machen wir vielleicht mal so. Okay, mal kurz hier kombiniert. Wieder auf. Wieder rein. Das Messerchen weg. Und den Schildschlüssel her. So, ich trau's mir mal zu, ohne die Bazooka. Die lasse ich erstmal drin. Das heben wir uns mal auf für später. Und ich trinke mal ganz kurz ein Schlückchen. Ach so, wunderbar. Okay. Ah, wie muss ich gehen? Ich muss oben lang gehen, ne? So, dann wollen wir's mal drauf ankommen lassen. Ich bin noch ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Ich habe mittlerweile übrigens auch mitgekriegt, die Zombies, die Sackgänger-Zombies, die so wie auf Koks zu sein scheinen, das sind keine neuen Zombies, sondern das sind unsere alten Freunde, die wir schon getötet haben, die dann wieder aufstehen, weil jeder Zombie zu einem hässlichen Zombie werden kann. Also nicht, dass die vorher schön gewesen wären, aber sie werden dann eben unfein, sag ich mal so. Genau, und jeder Zombie, den man umschießt und liegen lässt, wird unfein. Also wir müssen die eigentlich verbrennen, aber ja gut. Irgendwie scheinen sie ja trotzdem zu verschwinden, habe ich das Gefühl, ne? Quatsch, ich gehe gerade falsch, fällt mir gerade auf. Ich muss doch hier oben lang. Die Tür ist doch gleich hier im Gang. So, ich nehme aber mal eben die Pumpgun in die Hand. Das ist mir ein bisschen sicherer. So, und dann gehen wir wieder zu Richard rein. Der theoretischerweise immer noch liegen sollte. Richie. Ja, sehr gut. Und dann auf zur Tür mit dem Schildschlüssel. Soweit ich weiß, ist das die einzige Tür mit Schildschlüssel. Aber schauen wir mal. Oh, Alter, ich hab doch gedrückt. Willst du mich verarschen? Schießt du mal bitte. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Sag mal. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Nee. Nee, sorry. Ich lade nochmal und spiele bis hierhin nochmal. Das ist mir gerade echt zu blöd, sowas. Weil du einfach nicht reagieren und dann schießen kannst. Ich konnte nichts tun gerade. Also wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder hier bin. Und dann kümmern wir uns mal ordentlich um den Kollegen. Bis gleich. So, da sind wir wieder und starten einen neuen Versuch. Diesmal habe ich es tatsächlich geschafft, die Biene auch wegzumessern, ohne dass sie mich erwischt. Und diesmal sind wir ja auch hier ein bisschen besser vorbereitet. Wir wissen, dass der Kerl kommt. Und ich hoffe, dass wir ihm diesmal die Rübe wegballern können, bevor er uns erwischt. Das wäre mir sehr zu wünschen. Also ich wünsche mir das sehr für mich. Ja, so geht das, mein Freund. Ein Traum. Gut, das hat schön geklappt. Freut mich. Ja, ich habe auch natürlich ist nichts versäumt, mal ein bisschen mich umzuschauen und zu lernen, wie man hier sich verbessern kann. Und eine Sache, die mir dabei aufgefallen ist, man kann
Zombies sehr sicher den Kopf wegschießen mit der Pumpgun, wenn man sie ganz nah rankommen lässt und dann nach oben zielt, weil man dann eben auf den Kopf schießt und der platzt dann fast immer. Und das möchte ich natürlich zukünftig beherzigen, vor allen Dingen bei diesen Typen. Das ist schon ziemlich hilfreich. So. Der Schildschlüssel, genau, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Der kann weg. Und jetzt kommt das Grauen. Ich will gar nicht. Ich will wirklich nicht. Ich habe irgendwie Bammel davor. Ich weiß auch nicht. Ich habe die Schlange irgendwie in keiner guten Erinnerung. Ich weiß nicht, wie sie hier ist. Aber irgendwie kann ich mich nicht an Positives erinnern. In Verbindung mit dieser Schlange. So, schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Es ist dieser Raum. Es ist dieser schreckliche Raum. Ich will nicht. Oh, da liegt tatsächlich was. Haha, sehr gut. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht unbedingt. Sie sehen nicht so ein Interesse. Ne, jetzt nicht mehr. Aber wir sind ja jetzt gut mit Pumpgun-Muni ausgestattet. Ich habe übrigens auch mal neben dem einen normalen grünen Kraut noch eine Mischung hier mitgenommen. Eine rot-grün Mischung. Einfach, weil ich befürchte, dass wir... Alter. Oh, fuck. Dass wir hier nicht ohne Schaden rauskommen. Payback time. Oh. Nett. Wo bin ich? Oh, komm schon. Ich hatte gar keine Zeit wegzugehen. Okay, ich glaube, wir lassen mal Richard. Fuck, ich glaube, wir können Richard nicht allein kämpfen lassen hier gegen das Team. Wie steht's um mich? Oh, nicht so gut, ne? Ah, das ist jetzt echt gemein. Ich lasse es mal drauf ankommen und bleibe so. Oh! Geh weg! Ich lasse mal Richard die Sache trotzdem probieren. Wow! Oh fuck, die ist so lang! Tot? Nicht! Oh fuck. Richard! Na gut. Ich halt einfach mal drauf. Schlange? Willst du noch weiter kämpfen? Warum geht sie? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal ganz kurz das grüne kleine hier. Okay, das war mir nicht mehr ganz geheuer mit dem Orange da. Oh, ich hab sie getötet, besiegt. Oh Gott. Ich hasse dieses Vieh. Gut, gib mal die Waffe her hier. Ein Kampfgewehr, wow. Okay, das schauen wir uns mal kurz an. Das kenne ich nicht, das Ding. Für 12 Kaliber Munition. Dieses Stars Auto. Oh, Automatikgewehr. Ist maßangefertigt und Richards Lieblingswaffe. Wow. Ich glaube, die nehme ich mal ins Pötchen. Die ist ein Stück geiler als die Pumpgun, ne? Oh, ich wollte jetzt nicht prüfen. Ich wollte die eigentlich an mich nehmen. Nein, nicht prüfen. So, ausrüsten. Dankeschön. Ja. Gut, dann können wir die normale Pumpgun ja wegstecken zukünftig. Ich glaube, die ist ein Stück geiler. Aber wir haben schon gesehen, wir sind vergiftet. Ich glaube, wir müssen da mal ganz kurz in die Heilkammer, um für uns ein Serum abzuholen. Oh, am I poison? I need serum. Danke für den Hinweis nochmal. Wir müssen auf jeden Fall jetzt ganz schnell in die Heilkammer und müssen schauen, dass wir an das Serum kommen. Oh, Zombie. Na sowas. Ich gehe dann mal hier lang, ne? See you. Den lassen wir einfach mal stehen und bewegen uns so schnell wie möglich rüber. Ich weiß gar nicht mehr, was der beste Weg war, um ehrlich zu sein. Natürlich hier erstmal links, ist klar. Aber danach dann... Weiß ich nicht mehr.
weiß auch nicht genau, wie das mit der Vergiftung ist, ob jetzt nach und nach unsere Lebensanzeige dann nach unten geht oder wie genau das jetzt funktioniert. Da bin ich mir nicht ganz sicher. So, ich glaube unten lang beim Esszimmer kommen wir am besten, ne? Wenn wir dort durch die Tür gehen. Oh, ich befürchte gerade Schlimmes. Wir haben ja dort die zwei Zombies mal platt gemacht. Nicht, dass die jetzt als Super-Zombies durch die Gegend spacken dort. Das wäre nicht allzu wünschenswert, sag ich mal. Na, da bin ich ja mal gespannt. So, war das hier? Ich behalte lieber mal die Pumpgun in der Hand. Das ist mir dann doch ein bisschen sicherer. Ich glaube, das war hier, ne? Jemand da? Hallo? Oh, fuck! Wirklich? Ich lasse sie mal liegen. Ich lasse sie mal liegen. Die können von mir aus da rumliegen bleiben. Das ist mir egal. Die interessieren mich momentan nicht, die zwei. Sollen sie mal machen. Wir gehen dabei mal hier weiter. Oh. Der Typ lag ja auch wieder da. Hat mir den nicht schon mal beseitigt? Mir war so. Na gut, auf jeden Fall haben wir es geschafft zum Serum. Ja, damit. Ja. Und sofort angewandt. Okay, also wir sind schon wieder im orangen Bereich. Das heißt, wir nehmen jetzt mal hier die Mischung. Gut, damit sind wir zumindest schon mal wieder gesundet. Haben halt blöderweise alles an Heilzeug verschwendet, was wir haben. Aber die Schlange ist erstmal in die Flucht geschlagen. Das ist ja schon mal ganz gut. Warte mal, wo packe ich das Ding denn hin? Ja, komm, pack mal hier hin. Puh. Wie mache ich denn jetzt weiter? Ich will erstmal ganz kurz... Ich mag das nicht, wenn die Muni links von der eigentlichen Waffe ist. Ich hab das lieber so. Gut, und dann würde ich sagen, stecken wir uns den Rüstungsschlüssel mal wieder ein. Der muss dann noch irgendwo verwendbar sein. Der Schwertschlüssel ist ja bloß noch da, weil ich ihn nicht weggeworfen habe. So, dann gucken wir mal kurz. Das Kraut hier nehmen wir mit. Die Maske. Ja komm, ich steck sie jetzt auch mal ein. Und speichere ich? Ach komm, ich speichere mal nicht. Ich habe vorhin, während ihr nicht dabei wart, nochmal gespeichert nach der ganzen Bienenaktion. So, und jetzt muss ich bestimmt laufen. Oder? Ich traue diesem Kerl hier nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihn mal wegräumen sollte. Komm, wir gönnen uns mal den Spaß. Ich habe das auch noch nicht gesehen, wie das aussieht, wenn man die anzündet. Von daher würde ich sagen... Gönnen wir uns mal ein kleines Freudenfeuerchen. Der liegt so blöd platziert dort. Den kann man schon mal wegräumen. So, dann muss ich, glaube ich, die Maske nochmal wegstecken, weil wir, glaube ich, sowohl Feuerzeug als auch den Treibstoffkanister brauchen. Und dann probieren wir das mal aus. So. Schauen wir mal. Soweit ich weiß, müssen wir hingehen und den Treibstoffkanister verwenden. Ja. Was? Ach, ich hätte zurückgehen sollen. Das muss mir doch jemand sagen. Gut. War ja nicht so spektakulär. Aber zumindest haben wir den aus dem Verkehr gezogen. Das heißt, wir haben hier schon mal einen sicheren Raum fürs Erste. Und müssen uns da keine Sorgen mehr machen, dass der mal aufstehen könnte. Die anderen zwei im Gang nebenan, die lasse ich jetzt mal, wie sie sind. Wenn die dort wirklich bloß rumliegen, dann können sie mir momentan erstmal gestohlen bleiben. Ich weiß, da hinten in der Kammer sind noch ein paar Pflanzen drin, ein paar grüne, die wir benutzen können. Ah, jetzt ist der auch weg hier. Aber, ja, ich weiß nicht, also solange ich die nicht brauche, ich habe ja noch einiges an grünen Pflanzen bei mir im Inventar. Solange ich die jetzt nicht wirklich brauche, lasse ich die, wo sie sind. Und setze mich jetzt auch nicht der Gefahr aus hier gegen die Typen. Mal kurz die Waffe in den Anschlag. Okay. Setze ich mich auch nicht der Gefahr aus, gegen die Typen kämpfen zu müssen hier. Das ist mir dann doch ein bisschen zu unsicher. So, und damit können wir uns nochmal rüber machen zur Schlange. Oder, nee, komm, wir schaffen erstmal die Maske weg in die Bibliothek, was erzähl ich denn? In den Friedhof. Friedhof heißt das Ding, nicht Bibliothek. Wie kommt man auf Bibliothek? Keine Ahnung. So.
Und danach weiß ich nicht, wo wir weitermachen müssen, um ehrlich zu sein. Also ich hoffe mal, dass wir jetzt irgendwas bei der Schlange kriegen, das uns weiterführt.